Hallo zusammen Leute und willkommen zurück zu unserer F1 1998 Ferrari-Karriere mit Michael Schumacher. Heute zum großen Preis von Silverstone. Runde Nummer 8 steht an und damit haben wir dann auch schon bald Halbzeit der Saison. Wir haben uns ja das letzte Mal nach dem letzten Rennen die WM-Führung geschnappt mit ein bisschen Glück. Eddie Irvine hat tatsächlich mal gepatzt. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch passiert in dieser Saison. Und die McLaren waren auch nicht gut unterwegs. Da gab es technische Schwierigkeiten. Wir schauen jetzt nochmal drauf auf die F und E. Wir können noch kurz am Antrieb was machen. Da werden wir noch 1000 Punkte investieren in die Zündkerze, damit hier noch mal ein bisschen was vorwärts geht. Das sollte eigentlich auch ohne Probleme ankommen. Dann aber allerdings erst nach dem großen Preis von Silverstone. Da spulen wir jetzt mal weiter. Frontflügel kommt an und die wöchentlichen Ressourcen. Und dann sind wir auch schon bereit, dass wir zum großen Preis von Silverstone gehen können. Und da sind wir auch schon beim Qualifying-Tag und ihr seht, wir haben mal wieder Regen, natürlich in Silverstone eigentlich schon vorprogrammiert, aber es ist jetzt das dritte Rennen in Folge, wo wir tatsächlich Qualifying und auch im Rennen Regen haben werden. Der Regen hier in Silverstone hat deutlich nachgelassen jetzt zum Ende des Qualifyings und wir gehen jetzt auf die letzte Runde. Der letzte Versuch. Wir sind aktuell Platz 4. Mal wieder unter den Top 4. Es wird immer trockener, also wir haben auf jeden Fall die besten Bedingungen jetzt. Mika Häkkinen nochmal mit der schnellsten Runde. Nochmal geht's durch Kops und jetzt zu auf die erste. Wir rutschen richtig. Eddie Irvine wird zurückgereicht auf Platz 4. Nur noch zweite Startreihe für die Ferraris aktuell. Die sieht sehr, sehr gut aus, die Runde. Jawohl, doch nochmal eine Sekunde gewonnen. Jetzt bei den Bedingungen. Sehr stark. Wo bleibt die Zeit stehen? Vierter Platz. Also gegen die beiden McLaren war dieses Mal wirklich nichts zu machen. Platz 4 am Ende und Eddie Irvine bekommt eine 5-Positionen-Strafe, genau wie Jean Alesi. Also entweder gab es da einen Crash, einen Zusammenstoß von den beiden oder es gibt jetzt wohl doch mal einen Getriebetausch bei Eddie Irvine. Das heißt, er wird von weiter hinten starten. Das heißt, auf jeden Fall Top 3, zweite Startreihe. Trotzdem, wir springen zum Rennen. Da sind wir beim Renntag und wir haben wirklich sehr, sehr heftigen Regen. Und ich denke auch nicht, dass es noch trocken wird. Es wird wieder ein komplettes Regenrennen werden, auch schon wie beim letzten großen Preis von Österreich. Bevor wir losstarten zu diesem großen Preis, schauen wir nochmal aufs Wetter. Und ihr seht, es wird auch dieses Mal durchgehend regnen. Es wird zum Ende hin ein kleines bisschen besser mit dem Regen, aber trocken wird es auf jeden Fall nicht. Das heißt, überleben. Wie läuft das Regenrennen für Mika Häkkinen und David Coulthard beim Heimrennen für McLaren Mercedes? Ampel ist aus und rein geht's ins Regenchaos. Schwieriger Start. Schwieriger Start und da ist direkt der erste Ausfall. Johnny Herbert fährt uns da hinten rein. Johnny Herbert ausgeschieden. Oh krass, oh krass. Massenkarambolage hinten. Massenkarambolage. Wir haben 5 Sekunden dadurch bekommen. Dadurch, dass wir so schlecht weggekommen sind. Und hinten gab es dann natürlich den Auffahrunfall. Krass, dass wir da überlebt haben. Es geht aber ganz normal weiter. Nur Gelbphase. Nur Gelb auf der ganzen Strecke. Fisichella ist durch dadurch. Nur noch 14 Autos im Rennen. Junge, und man sieht einfach gar nichts. Also das ist eh mal wieder so komplett krass, dass dieses Rennen nicht unter Safety Car gestartet wird. Es war gerade ein bisschen ähnlich wie Spa 1998. Nur nicht ganz so heftig. 6 Autos raus in der ersten Kurve. Und wir sind trotzdem auf Platz 4. 5 Sekunden haben wir obendrauf. Die kommen am Ende des Rennens obendrauf. Die können wir eventuell wieder gut machen. Jetzt bleiben wir erstmal dran an Fisichella. Die einzige Aufgabe ist eigentlich, McLaren Mercedes zu schlagen. Die beiden da vorne, David Coulthard und Mika Häkkinen. Und natürlich gegen David Coulthard die Rivalität zu gewinnen. Der da sonst wirklich davonzieht. Im Qualifying schon besser gewesen und jetzt im Rennen auch mit einer sehr starken Performance. Oh, krass, da liegen richtig viele Teile. Da liegen richtig viele Teile, Leute. Die müsst ihr alle, ja. Ja, die müsst ihr alle aufräumen. Safety Car. Und Eddie Irvine ist drin in der Box. Ist halt auch krass, wenn man das Rennen unter den Bedingungen startet. Schaut euch das mal an, wie krass das regnet. Man sieht halt gar nichts. Man sieht einfach nichts. So, sind die Trümmerteile jetzt weggeräumt von der Strecke? Nee, da liegt immer noch richtig viel. Richtig viel Trümmer liegen hier auf Startziel. Es ist halt eigentlich Rennabbruch. Also eigentlich rote Flagge, nachdem jetzt direkt 6 Autos ausgeschieden sind. Also wahrscheinlich bleibt das Safety Car jetzt so lange draußen, bis es wieder halbwegs aufgehört hat zu regnen. Wäre wahrscheinlich die sicherste Variante. Das Safety Car ist abgebogen und es geht jetzt wieder weiter. Wir starten wieder rein. Fisichella voraus.
Dank Coulthard. Häkkinen führt das Feld an. Und rein geht's. Und es regnet immer noch viel zu heftig. Es ist eigentlich... Es sind keine Bedingungen, um das Rennen neu zu starten. Die Teile liegen immer noch da, Leute. Also die Marshalls hier auf der Strecke machen echt keinen guten Job. Immer noch alles voller Trümmer. Aber wie gesagt, wir haben 1998, da geht sowas. Kann man sowas mal machen. Wir müssen einfach durch die Trümmer durchfahren. Das ist einfach nur eine zusätzliche Challenge noch. Müssen nur gucken, dass wir uns den Reifen nicht aufschlitzen. Und Visi Keller ist da an Coulthard dran. Wir müssen jetzt gegen Ralf Schumacher verteidigen. Also aktuell sehr, sehr schwierig, da die Temperatur im Reifen zu halten. Aber der Regen lässt jetzt ein kleines bisschen nach. Immer wieder fährt man in so eine kleine Wolke rein. Und dann regnet es wieder heftiger. Aber am Benetton müssten wir eigentlich vorbeikommen von der Speed her. Aber Visi Keller macht es da gut. Ist da direkt an Coulthard dran. Wir drücken wieder voll drauf aufs Gas und fahren jetzt auf Kops zu. Und wir sehen nichts im Spray. Können Ralf Schumacher da wieder ein bisschen hinten dran halten? Wieder Safety Car. Wieder Safety Car. Was auch immer jetzt passiert ist. Aber wahrscheinlich hat die Rennleitung jetzt entschieden, dass zu viel Trümmerteile auf Start liegen. Vielleicht schaffen es die Marshalls dieses Mal, die Trümmer wegzuräumen. Obwohl es jetzt keinen Ausfall gab. Immer noch 14 Autos im Feld. Aber wohl zu gefährlich noch, um weiterzufahren. Zu viel Spray bei voller Geschwindigkeit. Oh! Nein! Nein, wir haben einen Schaden. Wir sind über ein Trümmerteil gefahren. Oh, wir haben einen Platten. Wir haben... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind unter Safety Car in die Teile gefahren. In die Teile reingefahren. Das heißt, wir müssen jetzt an die Box gehen. Nein, das kann doch nicht sein. Nach Kanada schon wieder so ein Ding. Dieses Mal ist es der vordere rechte Reifen, der sich verabschiedet. Und wir müssen wieder das Auto. Dieses Mal müssen wir es irgendwie in die Boxengasse retten. Es war bisher noch nie so realistisch wie in dieser Mod hier. Das war in keinem F1-Teil bisher so. Glaube ich zumindest. Ist mir noch nie passiert. Ist mir zumindest noch nie passiert. Wir werden jetzt direkt reingehen. Junge, das ist doch nicht zu fassen. Wir werden wieder auf die Regenreifen. Da ist das Safety Car. Wir folgen dem Safety Car in die Box rein. Oh! Natürlich, zu schnell sind wir auch noch. Und es dauert jetzt wahrscheinlich ewig, bis wir da sind. Das können wir ja richtig knicken jetzt. Aber im Moment führt Häkkinen noch. Häkkinen führt vor David Coulthard. Und wir sind gleich da. Wir sind gleich da, Leute. Die Crew wartet. Die Crew ist gespannt, wann wir einbiegen in die Box. Und da sind wir. Zack, ganz schnell geht's rein. Wir müssen jetzt 10 Sekunden noch stehen. 10 Sekunden stehen bleiben. Und jetzt wird der neue Regensatz drauf gemacht. Und wir fahren raus aus der Box und es ist schon wieder Safety Car. Es ist wieder Safety Car. Wir haben das Safety Car hinter uns dieses Mal. Safety Car ist wieder da. Also Marshalls sind heute wohl nicht vorhanden in diesem Rennen. Das Safety Car kommt jede Runde raus. Das Safety Car ist rein und wir gehen wieder auf die Reise. Ein neuer Neustartversuch. Jetzt sind wir natürlich auf Platz 14. Aber es ist noch alles drin. Wir sind ja nah in Punktenähe. Hinter Barrichello, während die Teile immer noch nicht weg sind von der Strecke. Das heißt, wir müssen jetzt einfach immer schön links bleiben. Gar kein Grip. Nicht mal auf den Regenreifen hast du Grip. Aber da kommen wir trotzdem ganz gut raus. Haben ein bisschen mehr Speed mit dem Ferrari. Da geht's am Stewart vorbei. Oh, das ist zu spät. Junge, gar kein Grip gehabt. Da anzubremsen, haben wir die nächsten abgeräumt. Junge, was ist das für ein Rennen? Das ist unfahrbar. Wir sind wieder in der Box und wir können jetzt vielleicht noch die 5 Sekunden absitzen, die wir ja bekommen haben. Das heißt, wir stehen nochmal 5 Sekunden. Ja, nichts machen, Leute. Nicht das Auto berühren. 9 Frontflügel. Das habe ich noch nie erlebt. Das war ganz klar natürlich jetzt hier mein Fehler, dass wir da das nächste Safety Car auslösen. Aber die Bedingungen sind einfach zu krass heute irgendwie. Also ich weiß nicht, was da los ist. So, und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Und es war so ein tolles Rennen. Wir sind wieder zurück am Start und die Rennleitung hat entschieden, dass jeder jetzt in das T-Car einsteigen darf. Also das Ersatzauto, was es 1998 noch gab, ist die einzig vernünftige Entscheidung jetzt bei diesem Rennen. Jetzt hat es
Mittlerweile ein bisschen weniger Regen. Wir sind jetzt ein paar Stunden hinterher. Es regnet immer noch viel zu krass, aber das Rennen wird jetzt wieder neu gestartet, Leute. Es ist ein neuer Versuch und wir starten wieder vom ursprünglichen Startplatz rein. Sowas habe ich noch nie erlebt bisher. Aber wir starten nochmal dieses Rennen. Der Regen ist dieses Mal nicht ganz so heftig. Wir probieren es nochmal. Der Neustart in diesem Grand Prix Silverstone 1998. Rein geht's wieder ins Chaos. Und dieses Mal schaffen wir es gegen David Coulthard. Wir schaffen es außen vorbei. Wir haben wieder gelb hinten. Der erste Ausfall. Erster Ausfall und nochmal ein Ausfall. Und wir haben wieder die ersten Ausfälle. Also wir müssen dieses Rennen, denke ich, abbrechen. Wenn jetzt nochmal ein Safety Car kommt, dann müssen wir wahrscheinlich hinter dem Safety Car ins Ziel fahren. Wenn das jetzt so weitergeht. Das ist das absolut krasseste Rennwochenende, das wir bisher erlebt haben. Nur virtuelles Safety Car, also nur gelbe Flagge auf der gesamten Strecke. Und wir sind hinter Mika Häkkinen jetzt. Haben David Coulthard da ganz frech überholt. Aber können wir da Häkkinen standhalten, ist die große Frage. Und wo ist Eddie Irvine? Wie schnell kommt er vor dieses Mal? Dieses Mal ohne Startcrash. Nur hinten hat es kurz gekracht und Häkkinen, der fliegt davon. Wir haben zumindest jetzt eine Runde geschafft schon in diesem verrückten Regenrennen. Wieder ein bisschen zu weit raus in Turn 1. David Coulthard kommt da nochmal von hinten angeschossen und Eddie Irvine ist schon auf der 5. Ist schon vorgekommen und es ist wieder super rutschig. David Coulthard geht nochmal vorbei. Da können wir aber nochmal den Konter setzen hoffentlich. Und da ist Eddie Irvine schon. Das ist verrückt. Was macht der mit dem Ferrari teilweise? Läuft dieses Mal bei ihm. Läuft richtig. Von 8 direkt wieder auf 5 vor. In einer Runde. Das ist schon wieder richtig crazy. Und Irvine geht vorbei. Irvine an Herbert vorbei. Während wir jetzt hier gegen David Coulthard wieder kämpfen. Mika Häkkinen, der muss dieses Mal einfach durchfahren. Der darf das Auto nicht abstellen. Kein technischer Defekt dieses Mal. Und Coulthard, die beiden McLaren sind auch echt schnell. Also die sind in Silverstone sehr, sehr gut unterwegs. Da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie dranbleiben. Und ein Coulthard zieht jetzt wieder weg. Der zieht schon wieder davon. Also es sieht so aus, als hätten wir dieses Mal bei diesem Restart keine Chance gegen die McLarens. Auch wenn jetzt der Spray deutlich besser ist. Man sieht ein bisschen besser jetzt tatsächlich. Eddie Irvine ist aber auch direkt schon hinten dran. Am Heck. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie er mithalten kann. Aktuell keine Veränderung in Runde 3. Außer, dass die beiden McLaren hier richtig davonziehen. Innerhalb von ein paar Runden direkt schon eine Sekunde weggefahren sind jetzt. Häkkinen hatte da ein kleines Problem, kleinen Rutscher. Deswegen ist da Coulthard wieder näher rangekommen. Und wir versuchen dran zu bleiben an den beiden McLaren Mercedes. Während Eddie Irvine da von hinten angeschossen kommt. Und jetzt wahrscheinlich nach den S's schon vorbeigeht. Also da haben wir ganz, ganz wenig Grip immer durch die S's durch. Sehr, sehr schwer da hinten dran zu bleiben. Hinter David Coulthard und Mika Häkkinen. Und da kommt Eddie Irvine gut raus. Ist da direkt im Windschatten. Da müssen wir verteidigen. Da müssen wir auf die rechte Seite rüberfahren. Für die Stowe-Kurve. Rutscht wieder ein kleines bisschen zu viel geradeaus. Muss er korrigieren. Und Irvine auf der rechten Seite. So, verteidigen, nicht zu spät bremsen, nicht wieder zu spät rein in die Kurve. Irvine außen und geht vorbei. Irvine geht vorbei. Stark. Irvine sehr, sehr gut unterwegs in diesem Rennen. Von 8 auf 3 vor innerhalb weniger Runden. Wir haben richtig Struggle. Irvine wird sich jetzt auch noch Coulthard holen. Geht jetzt vorbei. Nee, geht nicht vorbei. Coulthard noch außen. Coulthard verteidigt nochmal. Wir sind in Runde 11 und Irvine ist jetzt auch vorbei an Coulthard. Hat sich eine weitere Position geschnappt. Aber deutlich weniger Action jetzt in diesem Rennen, während Mika Häkkinen immer noch anführt. Müssen wir jetzt dann bald zum Boxenstopp reinkommen, denn die Reifen sind schon wieder richtig runter. Und wir haben keine Chance in diesem Rennen gegen die Top 3. Es ist echt erstaunlich, dass wir da nicht mithalten können. Wir gehen jetzt rein zum Boxenstopp, Runde 14. Es ist noch nicht viel passiert jetzt in dieser Version des Rennens. Häkkinen ist drin, Eddie Irvine fährt weiter, auch Coulthard fährt weiter. Und es sieht so aus, als hätten wir jetzt dieses Mal ein Lonely Race, auch wenn das erste Rennen relativ actionreich war mit Safety Car. Gehen wir jetzt zum ersten Mal rein in die Box, verlieren natürlich wieder ein paar Plätze, aber die anderen müssen ja auch noch reinkommen zum Boxenstopp. Neue Regenreifen drauf und doch nochmal ein Ausfall. Und dadurch haben wir nur noch 17 Autos im Feld.
Ja, Leute, ich glaube, das Rennen können wir etwas abkürzen. Eddie Irvine hat sich die Führung geholt mittlerweile. Er ist der absolute Regengott heute in Silverstone. Wir haben wieder ein paar Ausfälle, allerdings nichts Dramatisches. 5 Autos aus dem Rennen jetzt insgesamt. Die haben aber alle ihr Auto neben der Strecke abgestellt. Nichts Dramatisches, kein Crash, auch kein Safety Car mehr. Frenzen und Villeneuve haben wir im Nacken. Die waren aber beide noch nicht an der Box. Die fahren hier mit einem Reifensatz durch, so wie es aussieht. Und wir werden hier vermutlich nicht auf dem Podium landen. Wir werden hier den 4. Platz vermutlich heimfahren. Denn David Coulthard hat 7 Sekunden Vorsprung. Absolut krank. Und Frenzen werden wir jetzt wahrscheinlich abhängen. Wir sind in der letzten Runde immer noch auf Platz 4. Und wir haben gelbe Flagge. Weil ein McLaren langsam wird. Jetzt geht Frenzen und Villeneuve. Beide gehen in die Box jetzt in der letzten Runde. Und beide McLaren. Beide McLaren sind langsam. Genau gleich wie in Österreich schon. Es könnte natürlich sein, dass das so ein kleiner Mod-Bug ist, dass im Regen irgendwie die McLaren ein Problem kriegen. Es ist schade, weil die Rennen echt sehr cool waren und wir beenden dieses Rennen auf dem 2. Platz. Irvine mit einem riesen Vorsprung. Eddie Irvine jubelt und wird dadurch, glaube ich, sogar die Führung in der WM übernehmen. Wenn, dann wird es knapp. Es wird knapp an der Spitze, glaube ich. Und einmal blau. Ein Benetton auf dem Podium. Das ist Alexander Wurz, der sich da aufs Podium schleicht. Und damit haben wir irgendwie doch zweimal rot auf dem Podium. Es ist schade. Schade eigentlich. Also ich werde dieses Rennen jetzt natürlich trotzdem so stehen lassen, denn im Endeffekt geht es wahrscheinlich eh um die WM gegen Eddie Irvine, auch wenn jetzt hier irgendwie sich ein Bug hier eingeschlichen hat mit den beiden McLaren, auch wie im letzten Rennen schon David Coulthard und Mika Häkkinen auf der 6 und 7 in der letzten Runde wieder. Ganz, ganz seltsam. Wir haben ein paar DNF, Barrichello, Alesi, Verstappen, Herbert und jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Rangliste. Nach diesen zwei verrückten Rennen mit einmal roter Flagge. Ja, wir sind noch in Führung in der WM, aber die beiden McLaren werden da nicht mehr aufholen können, eigentlich die letzten Rennen. Auch wenn es jetzt noch eine komplette Saisonhälfte ist, sind ja noch, wie viele Rennen? 7, 8 Rennen. Aber ein ereignisreicher Rennsonntag hier in Silverstone. Trotzdem gerne den Daumen nach oben raus. Dann schauen wir mal, wie es in dieser Serie in der zweiten Hälfte weitergeht in dieser Saison. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.